Hallo, herzlich willkommen bei Let's Play Europa Universalis 4. Alles gehört Mutter Russland. So, das könnte eventuell, ich habe mal überlegt, das könnte ein bisschen länger vielleicht dauern, dann wäre der Ungarn vielleicht doch dabei. Also sicher bin ich mir eigentlich nicht. So, jetzt ist hier ein Monat rum. Ich check das mal monatlich einfach. Ja, jetzt hat er nach wie vor die Schulden. Also es scheint so zu sein, dass er die ganzen Darlehen immer nur dann abbezahlt, wenn er es auch muss. Und dann wäre jetzt die Frage, ob ich in der Zeit vielleicht doch Nowgorod den Krieg erklären möchte. Wäre jetzt zum Beispiel die Überlegung, entweder Perm nochmal mit denen hier weiter zu füttern, dann müsste ich die auch nicht koren. Ich habe ja nämlich gerade ein bisschen Korruption abgenommen. Das dauert ungefähr so, naja, schon ein paar Jahre, bis wir das weg haben. Und Perm hat aktuell einfach so gut wie kein Freiheitsbestreben. Und außerdem sieht das ja nochmal die relative Stärke von allen vasallen Marken im Vergleich zu Moskau. Das sind ja auch nochmal. Sobald wir Pleskau annektieren, das dauert tatsächlich gar nicht so lange. Das dauert nur bis Oktober. Naja, gut, nur bis Oktober. Aber dann sind sie weg. So, wir können wieder was. Sehr schön, wir können wenden auch. Einmal konvertieren. Sehr schön, Polen hat wieder Probleme mit Nationalisten. Und Polen führt Krieg gegen Pommern. Das gelingt Sachsen ja direkt nicht mal, immer nicht so gut, der gute Herr, der gute Kaiser zu sein. So. Das ist schon mal Ende April. Yes! Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich hatte vorhin auf Cam schon mal die beiden hier eigentlich nach oben geschickt gehabt. Damit 28 Gründe, um vielleicht dazu ist nichts zu tun. Wir zahlen, genau, wir zahlen natürlich die 10 Gründe für die Gefälligkeiten, aber das wäre es sonst. Sagen wir mal, es geht uns eh direkt um die. Wow, so, sie haben hier auch schon Kutscherli, Biga, Filige und Kirkilese haben sie auch schon bereits. Aber wir natürlich die Rückeroberung. Nee, Nabulu nicht, Atina nicht, nehmen Salonik. Das passt ja sowieso dazu, dass sie auf dem Markt direkt nochmal eine Festung kriegen. Aber das wäre sowieso der natürliche Schließlich anfangen, das dauert am längsten. Ist mit dabei und ja, also eine Runde im Start und Kurtwein knapp davor ist nicht mehr zu machen, aber ich möchte jetzt nicht das Schicksal herausfordern. Das legen wir direkt los und dann wird auch schön Geld reinbekommen. Aber die Kriegssteuern erhöht. Aufstellen, das reicht schon vollkommen. Naja, steht es natürlich hier. Nicht so vorteilhaft. Wäre natürlich ganz gut gewesen, wenn sie die 5000 hier direkt weggemacht hätten. Das Land ist leider nur Ackerland. Leider wieder mal. Auch kein Grünland. Jetzt hatte ich schon mal geguckt. Kirklise und Silistre. Und hier unten sitzt, glaube ich, Tirhala und Athena, die Grünland haben. Genau, und in Dirne war auch Grönland, okay. Okay, ich möchte, glaube ich, hier direkt gerne den Mauerbruch haben. Ja, das ist zu ärgerlich. Die hatten ja kurz die Kontrolle darüber verloren. An die Rebellen. Das konnten wir aber nicht zu lange leider nutzen. Und jetzt sieht das leider so aus. Oh, okay. Oh. Er muss vor kurzem seine Armeen hier abgestellt haben. Das ist ja interessant. Genau, was wir auf jeden Fall trotzdem im Vorsitzherrn machen, ist zumindest die Reiter hier weg. Die kommen hier rüber. Nur so für den Fall, dass er hier was starten möchte. Die
Grimm. Oh, sehr schön, Moment. Das nutzen wir auch direkt aus. Er hatte die Grimm ausgeschaltet. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Das wäre natürlich hilfreich gewesen, das mal zu tun. Aber er hat die Grimm ausgeschaltet gehabt. Direkt Wassermangel, wunderbar. Es läuft sehr, sehr, sehr gut. Es ist zu schade, dass wir noch keine genügend große Flotte haben. Sonst könnten wir natürlich dafür sorgen, dass seine Truppen hier auch jetzt eingesperrt bleiben. Sind 20.000 ungefähr. Ist ja dann hier auf jeden Fall unseren 32.000 nicht gewachsen. Aber ich könnte mir vorstellen, er wird sich natürlich hier durchgangsrecht durch 20 Staaten mal wiederholen. Dafür sorgen. Kommt schon, bitte Leute, stellt euch hier rauf. Diese Festung ist immer noch nicht zu gut besetzt. Ihr müsst euch da einfach nur draufstellen. Mann, jetzt ist Ungarn hier festgesetzt, weil die Rebellen das besetzt haben. Ach, na gut. Ein Verbündeter, der nicht ganz mit seinen Rebellen klarkommt, und so besser als einer, der es nicht tut. Okay, das Event kennen wir bereits. Die verzögerten Gehaltszahlungen natürlich mal wieder. Verwüstungen in Jedisan. Das hier, wenn ich mich nicht irre. Okay, da haben wir nichts von. Wir würden auch wieder 5 Armee-Professionalität verlieren. Dann können wir das hier nicht mehr zweimal benutzen. Das wäre mir natürlich auch ganz lieb. 10.000. Aber ich glaube, wir können es jetzt nicht Truppen im Wert von 50.000 kaufen. Dann müssen wir wohl irgendwie das jetzt lieber einstecken. Übel, übel. Aber es geht nicht anders. Okay, Kastilien hat uns jetzt auch als neuen Rivalen bestimmt. Sehr schön. Die Krim ist als Belagerung durchgegangen. Okay, wir passen mal hier auf. Und zwar schicken wir dich jetzt direkt hier hin. Ah, okay. Bekommst du ihn noch am 27. August? Oh ja, du bekommst ihn noch. Okay, das ist, du machst dich direkt hier durch. Eine Armeekarriere. Mit dem Wachstum unserer Berufsarmee entstehen auch neue Karrierechancen für diejenigen mit Fähigkeit und Ehrgeiz. Die alten Adligen erwarten allerdings weiterhin, mit den wertvollsten Provisionen belohnt zu werden, nur aufgrund von Traditionen und den Jahrhunderten, in denen ihre Vorfahren der Krone treu gedient haben. Einige unserer höchsten Offiziere bitten uns nun, mehr Chancen für fähige Männer zu öffnen, um im Rang aufzusteigen, wobei andere dieses heftig ablehnen und behaupten, dass es Qualitäten gibt, die nur durch Blut sichergestellt werden können. Oh ja, ich glaube, ich würde gern. Ah, okay. Nee, ich hätte gern die Armee-Professionalität. Kasa hat nur gerne Krieg gelehrt. Ich kann ja mal das hier im Byzantinischen Reich als Ziel aufgeben. Oh, das wäre echt klasse, wenn wir die noch erwischen würden. Das Spiel mich dann nicht. Ah, oh, wunderbar. Mal sehen, ob das jetzt ein Unterschied hat. 31. August. 31. August. Okay, sehr schön. Könnte sein, dass sie sich dann nur nach Theodoro zurückziehen. Okay, das haben wir gleich. Schlacht von Kefir. 16.000 ohne Anführer. Schick mal die direkt hinterher. Ah, oh, zu schade, die dürfen sich weiter zurückziehen. Das ist echt traurig. Das Fehlen des Thronfolgers besorgt sowohl das Volk von Moskau als auch eure Berater. Ihr habt eine talentierte und ehrgeizige Tochter, die mit ihrem Verstand und ihrer Gerissenheit sowohl ausländische Adlige als auch eure persönliche Berater beeindruckt hat. Ist es nicht an der Zeit, sie als eure Thronfolgerin in Betracht zu ziehen? Sie werden exzellente Herrscher. 665er mit einem Mittelanspruch. Gerne. Wunderbar. Wow. 665. Das hat sich gelohnt. Okay. Julia oder Agafia. Wow, ganz zwei Namen sind verfügbar. Dann nehmen wir einfach. Also, ich könnte mir natürlich auf was ausdenken, aber ich möchte gerne Julia haben. Ach so, nein, weil die nach. Nee, okay, trotzdem.
Die geben das jetzt mal dann jetzt dem Byzantinischen Reich. Die sind ja schließlich jetzt eine Mark. So, hier 14%. Musket oder Bogen? Eine Debatte ist am Hof aufgebrochen über die Wichtigkeit von Musketen verglichen mit traditionellen Bogenschützenregimentern. In der Hoffnung, Großknecht Ivan III. Zu beweisen, dass ihre Rolle in der Armee nicht überflüssig ist, hat eine Gruppe von Veteranenbogenschützen eine beeindruckende Demonstration abgeliefert. Ihre Anmut, Fertigkeiten und Genauigkeit wurden von vielen Anwesenden bewundert. Kosten militärische Technologien plus 5 oder verlieren 15 Armeetraditionen? Ich glaube, bis zum Tod von Ivan III. Ivan III. Sollte eigentlich nicht mehr zu lange machen. Er ist 62. Nehmen wir das ruhig mal. Verflucht. Ich wüsste jetzt echt gerne, wo. Der darf sich hier vermutlich bis hier hinten oder so zurückziehen. Ach nee, dann bleib kurz hier. Moskau hat Philippe besetzt, okay, dann kümmert sich Österreich doch schon mal hier drum. Oder auch nicht. Sehr schön, Moskau hat Kiew besetzt. Gehen wir mal hier durch, hoffentlich laufen wir den Rebellen nicht über den Weg. Ja, mal gucken. Vielleicht erwischen wir die hier. Vielleicht ist ja deren Rückzugsort Gyogo oder Silistra oder so. Sehr schön. Selanik ist besetzt. Theodoro ist ebenfalls besetzt. Okay, da kommen sie mit 1000 rüber. Nee, hier gibt's noch keinen Kampf, okay. Wir wollen hier natürlich die wichtigen Provinzen besetzen und geben das auch natürlich direkt mal den Byzantinern. Wir dürfen die gerne alles selber zahlen. Okay, ihr wartet vorsichtshalber mal hier, nicht dass doch noch schon jetzt sehr viel mehr Truppen erstellt sind. Okay, die dürfen sich auf jeden Fall bis nach Kirkwilise weiter zurückziehen. Okay, lassen wir die mal hier einloggen. Na? Wie gesagt, es ist zwar kein Grünland, aber gut. Ja, ihr bräuchtet nicht, ihr hättet nicht so lange gebraucht, wenn ihr euch ein bisschen noch eher hergestellt hättet. Okay, Gyogo ist auf 0%, gute Sache. Ich glaube jetzt einfach mal nicht daran, dass sie sich mit, dass sie sich über Trazon hier hinten durchbewegen. Kommt du mal auch mit nach hier vorne. Ah, okay. Okay, dann stelle ich trotzdem schon mal vorsichtshalber nach Silistra. Das ist vermutlich trotzdem kürzer, als bis hier oben durchzugehen und eventuell in weitere Rebellen ranzulaufen. Hatte ich an die Kriegssteuern gedacht? Oh ja, ein Glück. Wunderbar. Burgund hat keinen Bürgerkrieg mehr. Bauernkrieg meine ich damit. Hier, die schicken nochmal weitere Truppen nach, aber da kommen wir rechtzeitig an. Wunderbar. Schön Schlachten gewonnen, danke dafür, Osmane. Ah, shit, okay, da kann ich nicht durch. Achso, klar, natürlich, weil er da gerade mit dem Booten dazwischen steht. Lass die einmal erstmal wieder los und dann sollen die mal kurz machen, was die wollen. Denn hier drüben scheint jetzt gerade nicht gerade groß Militär rumzustehen. Oh, sehr gut. Byzantiner.
renne hier mit 1000 schon rum. Ja, Perm kann sich gern darum kümmern. Hilf mal Ungarn ein bisschen. Achso, verdammt, die habe ich jetzt auch schon hier hingeschickt. Ja, dumm. Beweg du dich mal nochmal kurz zurück. Nee, du kannst. Oh, du kannst dich nach Busau stellen. Okay, dann geht das auch. Ja klar, das besetzt sich natürlich Ungarn. Was bildet er sich denn aktuell ein? 29% immerhin. Wir können ja schon mal gucken. Selanik. Was ist günstiger? Selanik so? Beziehungsmaß zwischen 1 und 3. Kostet uns aber nichts, weil es natürlich dem entspricht. So, und gucken wir uns das mal hier an. Achso, Quatsch, ja. Byzantiner natürlich. Okay, kostet uns trotzdem keine extra Punkte. Nur ein bisschen aggressive Expansion. Und wenn wir stattdessen das machen, gibt es mehr aggressive Expansionen, aber... Nee, genauso viel Prestige. Okay, das ist die Provinzen so zu erobern und sie den Byzantinern zu geben, ist besser. Minus 14, 42 hier oben, sehr schön. Mann, das ohne Mauerbruch. Ja, wir werden mal gucken, wie viel wir hier insgesamt nehmen können werden. Untertan ist Kriegsmüde, schickt Hilfe. Nee, lass ihn das mal selbst machen. Die Dukaten brauchen wir demnächst, um dann die Raten abzubezahlen. Die Darlehen, genau. Genau, das nimmt sich natürlich der Ungar alles. Der denkt sich jetzt mit 30%, hoffentlich bleibt es bei 30%. Nein, es steigt natürlich an. Wenn es die KI ist, dann zählen Belagerung natürlich sehr viel mehr mit. Wenn es nicht die KI ist, wenn ihr es selber seid, dann ist das der KI natürlich egal. Da zählen Belagerungen nicht, selbst wenn ihr die Hauptstadt für sie besetzt habt. Natürlich. Ausgerechnet jetzt. Und, das ist interessant. Jui, wir dürfen vermutlich wieder unseren Gegnern hier durch die Gegend folgen. Ab nach Athena. Das ist Athen. Ja. Wenn sie aber zurückerobern. Byzantiner. So, jetzt aber hier wirklich. Kommt schon, Leute. 57%. Ja, stimmt, schade, wenn ich Nikoblu bekommen hätte und dann Olten, hätte man echt gucken können, ob ich mir das nicht hole, wenn es eh eine Kernprovinz von mir ist. Aber guck mal, Üsküp haben sie mir direkt gegeben. Doch kein Interesse mehr hier an der Gegend. Jetzt doch, oh Mann. Ja, dafür war es hier leider nicht schnell genug, ne? 80, ja, das dauert noch ein bisschen zu lang. Ja, dann hat das noch keine Auswirkungen. Und immerhin haben sich die nicht direkt darum gekümmert, hier die Festung zurückzuholen. Okay, dort ist ein Mauerbruch. Schöne Sache. Athena ist auch besetzt. Dann jetzt ab nach Palibadra. Der hat ja immer noch richtig Bock, ne? Erstmal 1,5 Kriegsmüdigkeit gerade mal. Wow. Ja gut, klar, ne? Dadurch, dass wir eben
Konstantinopel und Edirne abgenommen haben und jetzt ausgerechnet hier seine Hauptstadt machen musste, wird es natürlich schwieriger, hier rüber zu kommen. Aber ist kein Problem, wir warten einfach ab, die Zeit läuft für uns. Ah, sehr schön, okay, die Festung ist weg. Santina, besetzt mal das bitte. Wenn wir darüber reden sollten, ob die irgendwo hingeht, dann sollte sie natürlich an uns gehen. Goldprovinzen sind wichtig. Nur der hier kitzelt aber noch nicht hin. Ich möchte echt sicher sein, dass ich ihn hier langsam vorsichtshalber hier auf die Dirne abstellen kann. Schön wäre es nämlich. Na, endlich. Einfach nur zur Sicherheit. Ja, wobei kümmern uns mal doch erstmal lieber um die. Aber erst ist immerhin auf dem mittleren Kriegsenthusiasmus noch. Ja, hier oben wäre wieder nur das Grünland. Und Ungarn hat wieder Rebellen. So, Belagerung von Anabolu. Dann ist hier drüben fast alles am Festland besetzt. Ich weiß nicht, was das hier wieder werden soll, Ungarn. Kümmere dich bitte um diese letzten Provinzen. Danach können wir gerne auf die Jagd gehen. Österreich hier genauso. Sehr schön, wir haben hier ein paar Tausend erwischt. Schmeißen sie sich leider hier nach unten. Ja, zu schade, dass der Osmanen nicht dort in der Gegend gewesen ist. Nee, den Kampf würde ich ungern nehmen. Ich dachte schon, er hätte jetzt Interesse dran. Natürlich, der hat sich Oka besetzt. Ja. Zieh dich mal schon direkt wieder darüber. Okay, ich glaube, ich werde die Hilfe von meinen Truppen hier eher brauchen. Sehr schön. Man hebt weitere Soldaten aus, kümmert sich darum. Und Oltinien lassen sie einfach bleiben. Aber Hauptsache, hier stellt mit 12.000 Österreicher hier drauf. Ja, leider weiterer Nationalismus. Das ist echt ungut. Okay, die erwischen wir in Kirin, sehe ich gerade. Heißt das, wenn das der Osmane besetzt? Ach, zu schade, dass es Steppe ist. Leute, gebt mir bitte mehr Grünland. Aber sehr schön. Lässt dazu, dass wir da ein paar einzelne Truppen wegfegen. Für 844 Verluste ist das wunderschön. Na jetzt komm, jetzt besetzt die aber bitte. Hier sehr schön, immerhin das hier haben sie auch überlassen. So, 3.000 gehen nach Jiddisch Kul, 21.000 gehen nach Jiddisch Kul, 5.000 gehen nach Jiddisch Kul und nochmal 2.000 gehen nach Jiddisch Kul. Also 2, 7, 10,
31, okay. Okay, die wollen nach Saporose weiter. Nimmt er das? Okay, wir können ihn ja vorsichtshalber lassen. Was wir aber vorsichtshalber mal nicht machen, ist, den hier zu lassen und einfach nochmal zu gönnen, einen weiteren General anzuheuern. So. Jetzt werden die 21.000 gegen die 15.000 kämpfen. 2. November, 8. Oktober. Okay, hier gibt es einen Fluss zwischen Ingilas. Gibt es jetzt noch was zwischen Ingilas? Nein. Warum sollte es dann einen Überquerungsmalus geben? Dann gibt es den auch so oder so, oder? So, ihr macht das einmal so, bitte. Ach, verdammt, natürlich. Jetzt haben die das noch hier erreicht. Okay, noch halt mal mit Moral durch. Komm, hau ihn schnell weg hier, damit du ihn folgen kannst. Sehr schön. Jetzt aber gewiped. Das hatten wir schon. Okay, aber das gesamte Festland hier ist jetzt fast besetzt. Okay, Mauerbruch hier, wunderbar. Habe ich den gekauft? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ach verdammt, mit ihm hätten wir eigentlich überlegen können, die hier wegzuhauen, damit die nicht nachfolgen können. Ja, die bewegen sich ja auch gerade hin. Oh, das wird knapp. 4 Tage noch, Leute, haltet durch. Das ist echt knapp gewesen. Wir kriegen gleich nochmal 2000 Stärkung, aber die kriegen halt auch die ganze Verstärkung. Das ist echt nicht geil. Das ist ein böser Kampf. Wir werden auf jeden Fall Armee-Professionalität verbrauchen müssen in diesem Krieg. Kommt schon! Oh, ey, so ein Schwein, dass wir einfach... Wir haben einen Moral mehr als die, aber die haben halt 10% mehr Disziplin. Oh, diese Würfelergebnisse. Zu nah dran. Oh nein! Jetzt haben die den Nahkampf hier. Kommt schon! Nein! Oh, 6 Würfel, die... Wenn du noch ein bisschen länger durchhalten kannst, Ungarn helfen. Kommt schon. Oh, jawohl. Ich glaube, wir legen die mal direkt zusammen. Dann machen wir auch das. Tambo ist, wie gesagt, kein Problem. Hier schön, jetzt hat der Osmane nochmal schön gut was an Truppen. Naja, nicht gut, aber ein bisschen was an meinen Truppen verloren. Das war eine böse Schlacht, das war eine richtig, richtig böse Schlacht. Das hätte ich nicht gern so gehabt. Tumilige Fan bekommen die jetzt aber auch. Die dürfen sich vermutlich sowieso wieder bis Trabzon hier zurückziehen. Sehr schön. Genau, lass uns den mal sich darum kümmern. Ja, sehr gut. Nabulu ist auch besetzt. Können ja mal gucken. Wir haben 42% Kriegspunkte stand dabei hin. Und sehr gut. Ungarn ist auf 20% Beteiligung abgesunken. Selanik nimmt er natürlich an. Kesrie nimmt er ebenfalls an. Üsküp kostet natürlich direkt gleich ein bisschen... Ah, stimmt, klar. Ich kann das nicht zu Kernprovinz machen. Das müssten wir dann direkt ändern. Hat ihn dann der nicht? Janja würde er auch noch nehmen. Die Halbinsel hier wäre das Problem gerade für ihn. Okay, aber theoretisch wäre das eigentlich eine ganz gute Sache, wenn wir alles gleich nehmen könnten.
Okay, aktuell übersteigt das immer noch den Kriegspunktestand. Das kostet uns gerade mal 15 Macht insgesamt. Warum kostet uns das überhaupt Macht? Was wäre natürlich wunderbar, wenn wir das ganz so nehmen könnten. Können wir uns über Üskyp und Co. können wir uns danach nochmal Gedanken machen. Okay. 37 Gründe. Ihr stellt euch Vorsitzender mal nach Edirne. Schöner Flickenteppich hier. Viele Maximaltruppen haben wir jetzt? Da wäre 23 frei. Und dann nutzen wir das jetzt mal, um die Strelitzen auszuheben. Nochmal schön minus 2 Kriegspunktestand. Kriegsmöglichkeit. Das ist eine schöne Sache. Und wir haben direkt natürlich nochmal 8 frei. Sie lässt uns immer hier stehen, bekommt einen schönen Anführer. Und dann bekommt ihr ein paar Kanonen. Und zwar jetzt 11 Plätze frei. 4 Stück, 5 Stück gebe ich euch mal. Dann lasst uns mal noch weitere 2 Kanonen erneuern. Nee, nicht ausgerechnet hier. Das mal hier hinten, dass wir uns das merken können, dass die dann später einfach noch hier an die rangegliedert werden. Stimmt, hier stehen auch noch 1000 rum. Sibirische Nationalisten, die durften hier nichts tun wollen. Moiraten, wow. Die Iren verbündet, mit Kolchin verbündet und immer noch die Mongolen als Vasallen sind unter Tributstaat von Ming. Das würde ja interessant werden. Angenommen, ich erobere mich hier durch und würde die Benachbarten den Krieg erklären, dann würde ich am Ende wirklich mit Ming und weiß noch nicht mal, wo die sind. Mameluke, das wäre dein Zeichen. Wir haben keinen Waffenstillstand. Sankef und Hormus. Und Amisa als Vasallen. Könnten es versuchen. Wir können ja mal gucken, ob irgendeiner von den sein. Nee. Nope. Auch nicht. Selbst Turgot nicht. Okay. Ja, wie gesagt, es sind nicht mehr so viele Gründe, die fehlen, damit er ja sagt, das gesamte ehemalige byzantinische Kernland hier zurückzugehen. Polen hat sich hier rein erobert, Brandenburg hat sich Mecklenburg genommen. Das hätte auch echt mal eher passieren können, als ich noch im Krieg mit denen war. Okay, dann scheucht ihr jetzt die mal noch kurz hier bitte weg. Das hier gerade aus. In 54 Monaten. Okay, beziehungsweise geht mal direkt nach Jeles. Arrogante Administratoren. Die Behörden, die unsere Vasallenstaaten verwalten, sind mittlerweile so isoliert von ihren Untertanen, dass sie arrogant geworden sind. Sie sind der Überzeugung, dass man niemanden außerhalb der Hauptstadt Gehör zu schenken braucht. Der Ärger an den Kolonien und Vasallenstaaten ist übergekocht. Was glauben Sie, wer sie sind? Ach, natürlich. Wir haben ja nichts Besseres zu tun, als einfach mal minus 25 Meinung bei jedem hier zu bekommen. Gut, bleiben. Euch ist es immer noch so weit, aber gerade bei Norwegen ist es halt ein bisschen ärgerlich. Wir wissen ja eh Bescheid, dass wir den Osmanen die nächsten paar Monate noch nicht dazu bekommen werden, dass er nachgibt. Sie mal kurz entlagern, damit wir weniger Probleme mit den Vasallen, mit den Rebellen haben. Ich spreche echt immer das eine für das andere aus. Ach so, ah, deswegen. Ich will Balibadra natürlich nicht haben. Stimmt, ich hatte vergessen, das auch noch zurückzugeben.
Sehr schön, ihr kümmert euch darum. Es sind weitere Kanonen frei. Ja, Kriegssteuern, immer her damit. Okay, 1,84 haben wir noch. Nee, okay. Ja, sehr schön, doch. Ich würde sagen, das hat sich wirklich gelohnt, dass wir dadurch den Ungarn wirklich immer auf Abruf direkt hatten und die jetzt auch keinen nächsten Krieg an den Osmanen erklären. Theoretisch könnte man also bis nach hinten nach Trabzon laufen. Ich lasse euch jetzt aber mal nach Krim laufen, dort bleibt ihr erstmal stehen. Okay, der serbische Nationalisten hier oben, darum darf sich Ungarn kümmern. Die wollen ja auch nicht, dass die Provinzen, die sie da haben, wieder besetzt werden. Bin ja auch ganz zufrieden damit, dass sie gerade auch gar nicht rummeckern. Ja, sehr schön, 20%. 45% Siegespunkte stand. 17,4 können wir auch dazu bekommen. Wir warten ab. Da ist er. Sich direkt wieder hergetraut. Ja, auf keinen Fall. Österreich haben wir hier noch. Wo wollen die hin? Warum wollen die denn da hin? Aber wenn sowas passiert, möchte ich eigentlich ganz gerne dann so langsam doch mal Schluss machen. Und zuletzt, da hat eben das hier hat leider noch nicht angenommen. Knapp, aber immer noch nicht angenommen. Und ich würde auch ganz gerne ihm ein paar Dukaten abnehmen, dann können wir eventuell direkt dafür sorgen. Oh, wir gehen mit dem Österreicher hier mit. Möchtest du hin? Dukaton, willst du ernsthaft hier rumlaufen? Quatsch, die sind ja schon bereits bereit. Okay, dann läufst du einmal auch hier runter. Lauft hier hoch, okay. Gottes Willen, wie die aber auch alle auf einem Klotz wieder hängen, ey. Na verdammt, Ungarn. Meine Güte, gib dir mal ein bisschen Mühe. Wenigstens, auch wenn nicht voll besetzt, solltet ihr euch ja davon abhalten, dass ihr da weiterkommt. Kick to Good möchte nach wie vor wieder seiner Rolle treu bleiben, um sich Kirin zu holen. Alles klar. Okay, gut. Wir sind jetzt gerade hier ein bisschen in der Überlänge für die Episode. Und ich denke mal, jetzt werden wir auch langsam mal beenden. Und aber auch, glaube ich, auch sehr zielstrebig wissen wir. Sehr zielstrebig nähern wir uns, denke ich mal, jetzt dem Ende des Krieges. Und ich glaube, dann wird der Osmane um einiges schwächer werden und sich vielleicht auch nicht mehr so einfach mit dem Mameluken anlegen können. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.